Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Optionshandel mit System in jeder Marktlage. Und ja, die Pause war diesmal ein bisschen länger, aber umso mehr freue ich mich, dass Markus und Thorsten heute für uns wieder die Zeit gefunden haben und hier mit mir zusammen das Webinar heute machen. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute live dabei sind. Können Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit nutzen, auch direkt Fragen zu stellen. So eine Interaktion mit den Referenten ist sehr gerne erwünscht. Und ansonsten schauen wir uns gleich den Risikohinweis an. Natürlich möchte ich mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie natürlich im Namen von FXFlat und freue mich, wie gesagt, dass Sie sich für das Webinar interessieren. Und hier sehen Sie auch schon den Risikohinweis, denn ja, auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken, ganz wichtig, unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, super. Dann, meine Herren, freue ich mich jetzt auf das Webinar und haben wir gar nicht abgeklärt, wer zuerst anfängt. Der Ältere, der Markus. Oh, jetzt lügt er auch noch hier rum. Das hast du gesagt. Ja. Markus, ich lasse dir natürlich den Vortritt. Sehr gerne. So, wir sehen hier deinen Desktop. Ja, ich brauche bloß einmal hier den Bildschirm wechseln und schon geht's los. Wunderbar. Passt. Viel Erfolg und viel Also Optionshandel mit System in jeder Marktlage. Und heute haben wir uns auch das Ziel gesetzt, mal ein bisschen die Marktlage genauer anzuschauen. Was steht jetzt gerade an? Wie sehen wir die Märkte? Auch so ein bisschen Einschätzung. Sonst wollen wir ja eigentlich nur nach System gehen. Aber heute ist auch mal ein bisschen Chart und was jeder so denkt dazu. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Genau. Risikohinweis hatten wir ja gerade schon gemacht. Das heißt, ich brauche den nicht nochmal extra sagen. Nochmal ganz kurz zu meiner Person. Klar, ich bin jetzt auch schon bekannt. Habe ja viele, viele Jahre in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, komme eigentlich aus der Chemie. Habe dann aber auch Wirtschaftswissenschaften studiert und mein Thema ist eben Prozessoptimierung, da alles so schick und schlank wie möglich zu machen, so dass es einfach ist, Trade-Empfehlungen dann zu machen, hier zum Beispiel. Ja, ich mache ja auch den Börsenbrief hier für die World of Trading. Man sieht es, selbst mich hat es jetzt mal wieder erwischt, dass ich mal einen kleinen Drawdown hier hatte. Naja, Drawdown ist vielleicht übertrieben, aber eine Position, die mal schief gegangen ist. Aber ja. Genau. Thorsten. Ja, ich bin sozusagen auch im Optionshandel aktiv. Dahingehend auch einen YouTube-Kanal, also für all jene, die mich noch nicht kennen, Options for Winners einfach bei YouTube reingeben und dann wird man auch auf meine YouTube, auf meinen YouTube-Kanal weitergeleitet. Ansonsten habe ich einen Club, das ist der Options for Winners Club, biete Coaching, Seminare etc. an, mache das alles sozusagen vollberufstätig und trade natürlich. Im Vorfeld bin natürlich nicht selbstständig geboren, war ich auch in verschiedenen Unternehmen, aber mehrheitlich über 20 Jahre in der Rohstoffindustrie tätig. Und da hatte ich halt auch viel mit Absicherungsgeschäften von Rohstoffen, von Energie etc. zu tun. Und da liegen ja Optionen auch sehr nahe. Das heißt, ich kam auch schon relativ früh in Berührung mit Optionen und Futures. Und das ist meine Leidenschaft, wie ich es auch mal so schön am Anfang des YouTube-Videos sage, ich möchte den Optionshandel salonfähig machen, weil ich glaube, dass der Optionshandel, wie auch unser Webinar hier sagt, ja, mit System in jeder Marktlage anwendbar ist. Ja, und deshalb gebe ich jetzt auch schon wieder das Zepter an den Markus weiter. Genau. Ich gehe ja immer so vor, dass ich hier so dieses Schema immer durchgehe. Das heißt, für mich ist immer so die Gesamtmarkteinschätzung wichtig und dann gehen wir in die Sektoren und dann Einzelwerte, suchen uns da die Sachen raus und dann eben, wie man auch hier Einstiege findet. Und jetzt machen wir erstmal das Gesamtbild. Ich nehme jetzt mal dafür den Agena Trader her. Und ziehe den mal schnell rüber. Für mich, ich fange immer ganz gerne an hier mit dem S&P 500. Was man jetzt hier
Man kann es gut erkennen. Und das, was wir hier so längerfristig sehen, ist ja hier so eine Aufwärtsphase gewesen, gefolgt von der Korrektur, die doch sehr stark war im letzten Jahr, dann immer starke Bewegungen gehabt hatte. Und jetzt sind wir auch wieder in der Korrekturphase. Ups, hier sind zu viele Grünzeugs. Aber wir sehen auch, die fallenden Bereiche sind deutlich kleiner als davor. Und faktisch haben wir hier eher so eine Korrektur, der Move, der da ist und jetzt hier auch so eine gewisse Aufwärtskerze gerade sich anbahnt. Das ist so mein Ding. Ich hatte jetzt auch im Börsenbrief und so geschrieben, dass ich das Ziel von 4200 Punkte erwartet hatte, als es hier oben stand, ehrlich gesagt. Und da ist es auch ziemlich genau hingekommen. Und ein Ding, was ich mit Thorsten auch besprochen hatte, es ist unglaublich schwierig, dann in dieser Zeit auch mit verkauften Optionen zu handeln, weil die Volatilität so extrem zunimmt. Siehst du das auch so, oder, Thorsten? Ja, also momentan ist es ja sehr attraktiv. Also ich sage ganz ehrlich, von wegen als Verkäufer von Optionen bin ich natürlich gerade sehr, sehr zufrieden. Ja, heute hat die Wohler ja wieder um 7% abgenommen. Wir sind trotzdem noch im panischen Bereich. Wir sind immer noch beim VIX über 20. Für uns als Verkäufer ist das natürlich positiv. Die Frage, Markus, die Frage stellt sich ja, was machst du mit deinen verkauften Optionen? Ja, das ist die Frage. Und da haben wir halt die Möglichkeit, als Optionsstrategen diverseste Kombinationen zu wählen, dass wir vielleicht sogar jetzt in dieser Phase, wo es ja ein Auf, ein Ab gibt, auch delta-neutrale Strategien wählen könnten, wie beispielsweise den Iron Condor. Ja, genau. Oder dann einfach nur ein Strangle oder sowas. Ja. Da habe ich natürlich dann weniger Absicherung, das ist klar. Sonst keine Absicherung. Genau, keine. Das stimmt, ja. Aber das Problem, was ich eigentlich ansprechen wollte, war in dem Bereich, wo die Werte hier oben sind und dann ist es runtergefallen. Selbst, also mir ist es passiert, ich hatte hier auch Strangles gehabt und da ist die Call-Seite, obwohl der eigentlich runtergelaufen ist, ist der Preis nach oben gegangen, weil einfach die Volatilität gestiegen ist. Jetzt natürlich. Definitiv. Und das ist halt immer die Gefahr, wenn man Short Strangles oder wenn man verkaufte Strategien, also verkaufte Optionen tradet in einem in Anführungszeichen schwächeren Wohler-Umfeld, dass das natürlich sich signifikant drehen kann, wenn jetzt beispielsweise die Wohler plötzlich steigt. Ja, da macht man ja auf gut Deutsch richtig große Verluste. Das heißt, es ist auch wirklich so, wenn man jetzt beispielsweise mit Short Strangles tradet, dann hat das ja sowieso schon von vornherein einen Nachteil, nämlich die Margin. Ja, das heißt, der Broker, jetzt hier unser Partner FX Flat, der ist natürlich so schlau und sieht ja auch, der Markus, der tradet zwei nackte Optionen, und zwar die verkaufte Call, die verkaufte Put-Option. Wenn da jetzt aber die Wohler steigt, dann kann das aber schön in die Hose gehen. Und deshalb nehmen wir dem Markus mal ein bisschen mehr Margin ab. Das heißt, du brauchst ja schon grundsätzlich für so einen Short Strangle mehr Margin, ergo auch ein größeres Konto. Und wenn wir bei einem größeren Konto sind, ist natürlich, ne, je weiter wir zum Himmel hinkommen, umso tiefer ist natürlich dann auch der Fall. Das heißt, ich empfehle grundsätzlich immer, wenn man Short Strangles jetzt auch skaliert, ja, jetzt nicht nur eins, zwei, sondern vielleicht auch mehr macht und dann teilweise auch Margins in exorbitanter Höhe da beim Broker zu hinterlegen hat, dann empfehle ich immer einen ganz einfachen Put zu kaufen. Weil diese einfache gekaufte Put-Option ist in einem Wohler schwachen Umfeld sehr günstig und könnte eventuell das, was du gerade eben angesprochen hast, Markus, auch kompensieren, auch wenn es nur teilweise vielleicht der Fall ist. Ja, genau. Das wollte ich damit eigentlich auch sagen. Das heißt, wenn wir wissen, okay, wir sind in dem Bereich, wo wir eine Trendwende erwarten können, ist das Kaufen von Optionen dann manchmal der bessere Weg als dann immer nur der Verkauf. Weil dann eigentlich, also wie du gerade gesagt hast, wenn ich hier einen Put verkaufe, ich Put kaufe hier in diesem Bereich,
Erstens, er natürlich näher hier rangeht an den Strike-Preis, den ich wahrscheinlich gewählt habe, oder ich gehe direkt ans Geld ran. Und gleichzeitig steigt die Volatilität, was die Option auch wieder teurer macht. Also zwei Die Effekte. definitiv, definitiv. Und in dem schwachen Umfeld, wo wir waren, wo 13, 14 der VIX war, das ist ja noch gar nicht lange her, da haben ja alle Verkäufer über die schwachen Prämien sich moniert und natürlich auch gesagt, wenn wir jetzt Geld verdienen wollen, dann müssen wir schon näher am Kurs. Das heißt, das Delta 10, ja, hat einen anderen Abstand, also der Strike-Preis zum aktuellen Kurs in einem schwachen Umfeld als in einem hohen. Ja, und das ist natürlich de facto das Risiko. Aber auf der anderen Seite hätte man dann auch sagen können, ey, pass mal auf, wir sind jetzt hier in so einem Umfeld, wo die Vola schwach ist, wo der Markt scheinbar entspannt ist, dann kaufe ich mir doch die Versicherung und von mir aus auch über oder für einen längeren Zeitraum, weil dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Auf der einen Seite profitieren wir natürlich dann von dem Vola-Anstieg, falls es mal zu einem Rückgang kommt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist natürlich, durch die längere Laufzeit haben wir auch weniger das Theta, das Zeitwertproblem als Käufer. Genau, welche Laufzeiten nimmst du dann am liebsten? Also kommt drauf an, als ich jetzt als letztens die Vola da wirklich bei unter 14 war, dann habe ich bis zum, das ist jetzt aber auch schon 2, 3 Monate her jetzt gewesen, glaube ich, da habe ich bis zum Jahresende einfach eine Put-Option gekauft. Die war da gerade 5 Monate. Ne? Geht aber noch, geht aber noch länger. Ne? Und man kann ja, und das ist ja das Schöne, man kann ja beides nehmen. Man kann ja auch sagen, wenn ich jetzt von einem Rücksetzer von 10% ausgehe, ja, weil wir müssen mit Annahmen arbeiten. Ja, das ist ein Unterschied, ob du jetzt meinst oder sagst, es kommt zu einem Crash, wo wir 20, 30% nach unten gehen oder noch mehr. Oder du sagst, es ist vielleicht eine kleine Korrektur. Dann kann ich natürlich die Strategie auch anders aufsetzen. Dann könnte ich zum Beispiel die gekaufte Put-Option noch mit einer tiefer liegenden verkauften Put-Option finanzieren. Strategie nennt sich Bear Put Spread. Ja? Nur dann darf man natürlich nicht zu viel erwarten, wenn es crasht, weil wir natürlich auch nur dann begrenzt abgesichert sind mit dem Bear Put. Aber die Möglichkeiten, die sind da. Aber du hast es jetzt gerade gesagt und ich finde auch das Bild, was du hier gerade zeigst, Markus, eigentlich ziemlich gut. Und warum? Wir sehen hier diese EMAs, ja, also diese Linien, die hier unterschiedlich gefärbt sind. Die können wir uns ja mal kurz angucken. Ne? Wir haben die 18er, die 50er, die 100er und die 200er gleitende Durchschnitt, also der exponentielle. Ja, das ist der EMA, Exponential Moving Average. Und da können wir ja auch schon sehen, weil hier sieht man ja, was da oben passiert ist mit der gelben Linie, ja, als die, sag ich mal, da touchiert wurde. Ja, das kann man natürlich auch sich mal ein bisschen längerfristig anschauen. Du arbeitest mit EMAs, ganz, ganz viele arbeiten mit den EMAs, ja, und die kann man natürlich auch als, ja, wie sagt man so schön, als Support Resistance auch nehmen. Ja. Richtig, und das funktioniert auch meistens recht gut, weil die relativ häufig hier touchiert werden. Was jetzt hier unten wird es genau genommen, hier wird es wieder genommen. Das ist relativ häufig der Fall, also dass die getroffen werden. Ne, Das heißt. das ist wirklich interessant. Also die Linien, die der Markus da hat, ist nicht deshalb, weil er jetzt hier auf Farben steht, ja, oder dem dann vielleicht ein bisschen zu langweilig wird als Informatiker. Nee, das ist natürlich hier auch alles, also es hat alles seinen Grund. Ja, nur wichtig, und das muss man halt lernen, wie man diese Indikatoren interpretiert, beziehungsweise was für einen Mehrwert man draus zieht. Ja, nur das Feld mit Inhalt füllen, ja, ist die eine Sache, aber sozusagen diesen Inhalt auch produktiv auszuwerten, dass man sich das anguckt und dann auch beobachtet und dann vielleicht auch die Meinung schlussendlich hat, wenn die EMA, weiß ich nicht, die 18, die 50er kreuzt, oben, unten, gehe ich rein, gehe ich raus, kann man alles machen. Ja, das muss man auch dazu sagen. Es ist nur eine Sache der Zeit, die man investieren muss. Es ist eine Beschäftigung, aber das ist gut. Erinnerst du dich dran, Markus, als wir letztens noch mal gequatscht haben? Ich weiß nicht, war das jetzt bei FX Flat oder war das privat? Da haben wir auch über die Volatilitätsindizes geredet. Ja, da haben wir ja gesagt, da haben wir ja diese zwei. Wir haben auf der einen Seite diesen VIX. Das ist der Volatilitätsindex, der ist ja sozusagen der Panikbarometer,
die Bepreisung der Optionen auf den S&P 500 für 27 bis 32 Tage. Und wenn der VIX hoch ist, dann sind die Optionen teuer, dann ist man bereit, mehr für die Absicherung zu bezahlen. Ja, deshalb halt auch Panikbarometer. Aber wir haben ja auch noch diesen VIX für 9 Tage beispielsweise. Ja, der gilt dann, wie schon sagt, für 9 Tage. Der ist kurzfristiger. Und da kann man natürlich auch gucken, weil normalerweise ist es ja so, dass der VIX 30 Tage teurer über den VIX 9 Tage liegt. Und wenn die sich beispielsweise kreuzen, dass man dann sagt, die VIX 9 Tage, die sind jetzt höher als die VIX 30, dann heißt das ja indirekt, das, was jetzt sozusagen vor der Tür steht, ist gefährlicher als das, was weiter weg ist. Sprich, das Feuer ist unmittelbar. Und das kann man natürlich dann auch als Indikator, als Zeichen nehmen, dass es vielleicht panisch wird und dann auch relativ vorsichtig vielleicht auch mit Short Puts, ja, also die, die jetzt straightforward auf Bullish gehen, da vielleicht ein bisschen feiner zu dosieren oder das auch eventuell dann wegzulassen. Genau, wir haben ja das hier im Marktmodell, dass das hier immer dann auch mal quietscherot wird, wenn es heißt, okay, hier die Vola ist jetzt in diesem kritischen Bereich und das sieht man auch hier in den bestimmten Sektoren. Und wenn das ein paar Tage zurück war, war es jetzt waren es echt viele Tage, wo es im roten Bereich war. Früher war es eher gelb oder grün. Und das Gleiche, nur mal, wo das auch herkommt, das ist hier unser Vola-Indikator, der dann auch sagt, hier grün, gelb, rot, mehr oder weniger. Hier ist es hier nur grau und blau, aber das ist im Prinzip das Gleiche, wo es herkommt. Und das sehe ich dann auch, wenn ich dann zum Beispiel so ein paar Dinge zurückgehe, wo die Vola extrem krass war und ab wann das dann wieder in die Outperformance gelaufen ist und zack, steigt es auch dann an wie verrückt. Das ja, und dann kann man natürlich, wenn man jetzt hier zum Beispiel auch den Trend traden will, dann kann man sich da natürlich auch schön zu orientieren. Da gerade eben, Markus, genau an dem Punkt, ja, von ja, dem Punkt bis wie lange man diesen Weg hat mitnehmen können. Das war eine lange Zeit. Ja, das war, also da hätte man schon ein paar Optionen schreiben und natürlich auch nach oben rollen können. Und ja, genau. Das sind die Phasen, genau ja. Diese Phasen, die der Markus da hier gerade zeigt. Das sind die Phasen, wo wir auf gut Deutsch verdammt sind, Geld zu verdienen. Ja, das ist die Phase, da heißt es jetzt richtig Bulacken, richtig ran. Ja, und dann kann man auch solche Phasen, die jetzt vielleicht ein bisschen hin und her sind, ja, die jetzt auch ehrlich gesagt nicht für schwache Nerven und für Anfänger wahrscheinlich auch nicht bestens geeignet sind, dann kann man da ein bisschen pausieren, beziehungsweise vielleicht auch mal sagen, jetzt gehe ich mit anderen Möglichkeiten in den Markt. Ja. Aber diese Phase, wo wir diese blauen Balken sehen, also alles oberhalb der Nulllinie, ja, da kann man sagen, von wegen das ist verdammt nochmal sowas von geil, um da reinzugehen und zu traden. Und da macht man dann auch den ordentlichen Profit. Genau so ist es auch. Ja. So habe ich es auch gemacht. Und das, was bei mir, das war hier Juli, was mir dann aufgefallen ist, hier im Juli, da sind mir alle Positionen irgendwie richtig schön in den Gewinn gelaufen. Und ich habe dann versucht, noch was Neues aufzusetzen. Es gab nichts mehr. Also genau in der Phase hat mich dann das auch alles davor bewahrt, da groß noch Positionen aufzubauen. Und dann ist es hier runtergefallen. Das war fast ein Traum. Der Ausstieg. Ja, und was das Problem sind, und deshalb von wegen bin ich ja, du ja zwangsläufig auch, ein Freund von Systemen. Weil wir dürfen eins nicht vergessen, wenn wir jetzt ein System haben, ich nenne es ja auch gerne mal dieses mechanische Trading, ja, ein Trading, was man automatisieren kann, was ein Regelwerk hat, dann werden die Emotionen ausgegrenzt. Ja. Das heißt, von wegen, man geht genau nach einem Regelwerk und sagt von wegen, nur dann mache ich das, ansonsten mache ich nichts. Und dann komme ich auch nicht, wenn man sich dran hält natürlich, nicht in Versuchung mit Emotionen zu handeln. Und das machen halt viele. Und eins dürfen wir nicht vergessen, Gier frustrieren. Ne? Also wenn man in so einer Phase ist und so viel Geld verdient hat. Ich finde, die beste Phase ist immer April 2020 bis Oktober 2020. Ich will nicht wissen, wie viele Optionen, also da Short-Put-Strategien etc. da getradet wurden. Und dann ging es auf einmal nach unten. Und ich habe echt so viele Gespräche geführt, wie Leute, die jetzt, sage ich mal, wirklich angefangen haben zu traden in der Zeit 20, 30% oder sogar noch mehr,
Rendite performt haben, dass die dann es geschafft haben, innerhalb von einem Monat oder sogar noch weniger die ganze Jahresperformance auf Null zu bringen oder sogar ins Minus. Und das ist immer schlecht, ne? Und wir wissen ja eins, da brauchst du auch kein Mathematiker und Einstein sein, wenn du 10% verloren hast, musst du mehr wieder verdienen, um auf Null zu kommen, ne? Ja, genau. Und das ist ja auch das Thema mit Stops oder so, ja, dass man dann sagt, okay, wenn ich auch mal eingebucht bin, dass ich auch mal klar sage, da gehe ich raus, ja. Weil ja, das nur das Kapital kaputt machen kann. Ja. Also das oder auch auf Werte geht. Ich meine, das bietet ja dein Tradescanner auch an, ja, dass man sich fundamental das Unternehmen angucken kann, dass man zum Beispiel grundsätzlich sagt, pass mal auf, Unternehmen, für die ich, wo ich sage, von wegen, das sind richtige Unternehmen, die ich niemals kaufen würde, dass man die dann auch nicht mit Optionen tradet. Dann hat man auf jeden Fall schon mal eins sicher, dass diese dann auch nicht im Depot landen, ja, falls man in die Andienung kommt. Genau, und ein Thema, was, das hatte ich jetzt auch mir doch deutlich stärker immer nochmal angeschaut, war hier diese 20-jährigen Bonds. Und was hier auffällig war jetzt genau die am Freitag, dass die Volumenspike ist höher sogar noch, als was wir damals im März 2020 hatten. Genau in der, ja. Also richtig also, auf. Das ist wirklich krass. Und da muss ich eine ganz kurze Geschichte zu erzählen, weil bei mir im Club sind ganz viele, die natürlich auch TLT traden und hören etc., weil das medial auch sehr präsent ist, das Thema. Da brauchen wir auch jetzt nicht en Detail zu besprechen, sind natürlich schon extreme Situationen, in der wir momentan sind. Ich meine, Tesla leidet natürlich auch unter all dem. Wir wissen ja auch, Leitzins etc. macht das Leasing teurer, Bauzinsen, alles Mögliche, von wegen wird davon betroffen. Auch jetzt beispielsweise der Krieg hier, Israel etc. mit den Ölpreisen. Ölpreise sind ja auch ein ganz wichtiger Faktor für die Inflation. Jetzt steht man natürlich vor der Situation als Notenbank. Was macht man? Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Gefahr weiter steigender Anleihen beziehungsweise auch noch der Inflation. Wir können aber nicht wirklich viel machen, weil die Aktien werden zwar auf der einen Seite verkauft, aber auf der anderen Seite wird ja gar nicht wirklich in Anleihen investiert. Wir dürfen nicht vergessen, China, Japan sind ausgestiegen. Also die Situation ist nicht so einfach, wie alle sich die vorstellen. Und dann immer dieses Reversion towards the mean, also das heißt immer wieder zum Mittelwert zurück, das gilt bei TLT definitiv nicht. Und ich habe jetzt nur eine ganz kurze Story am Rande mit jemandem gesprochen, der jetzt einen Kurs verkaufen möchte über Wheel-Strategie auf dem TLT. Und da habe ich auch gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es die beste Zeit dafür ist. Ne? Und wenn ach, du jetzt, ne? Also wenn du jetzt also noch mal kurz für die Zuhörer hier erklärt, die Wheel-Strategie ist ja nichts anderes, als dass wir versuchen, irgendwie über eine kurze Put-Option uns den Wert ins Depot zu holen und dann, wenn wir den Titel haben, dass wir eine Call verkaufen und dass dieser Titel dann hoffentlich bald wieder rausgeht. Dafür ist es natürlich immer empfehlenswert, wenn man irgendwie eine gewisse Range hat, das heißt, wo sich die Kurse in einem bestimmten Bereich bewegen. Aber wenn wir uns jetzt den TLT ansehen, würde ich sagen, von wegen jetzt mal ganz amateurhaft, als jemand, der jetzt nicht wirklich richtig wheelt, wie man auf Neudeutsch sagt, ist das auf jeden Fall eher ein Abwärtskandidat. Ja, und den wurde man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle nicht so schnell los. Das ist, die Wahrscheinlichkeit dafür ist extrem hoch, gell? Und ja. Ich mal ganz kurz noch die Bollinger Bänder mit rein, gell? Schadet ja auch mal nicht. Und da das einzige Ziel, was man dann oftmals hat, wenn man jetzt nicht gerade auf die EMAs geht oder sowas, ist ja hier der Mittelbereich, das grüne Band. Ja. Und da das ist so das Einzige, wo es mal hinkommt. Aber langfristig sowas im Depot zu haben, ja. Und für all jene, die jetzt die Bollinger-Bänder sehen, ne, die Ober- und die Untere, das sind ja auch die Standardabweichung, Standard Deviation in Englisch. Ne? Und da kann man sich ja auch schön mal anschauen, von wegen, wo die sich bewegen. Ja, es gibt viele Trends oder Trade-Strategien, sorry, die natürlich auch stark mit den Bollinger-Bändern korrelieren. Ja, und das ist also wirklich eine schöne, das zeigt genau die Situation richtig auf. Genau, also da ist kein Blumentopf zu holen. Klar kann man ein bisschen Reversal to the Mean hier so ein klein wenig hochlaufen, aber viel mehr ist da wahrscheinlich auch nicht.
Und das, was wir jetzt aber wirklich beobachten müssen, gerade wenn wir Optionen verkaufen oder sowas, ich nehme gern mal hier meinen Trade Scanner noch mal rein. Gehen wir mal hier in den Cash Secured Put rein. Wir haben ja jetzt gerade noch das Thema Earnings Season. Das heißt, dass da noch extrem viel ist, ist klar. Ja. Das heißt, man sieht hier 190 Varianten. Und dann hier mit der Gesamtbewertung. Das ist wirklich so ein ganz wichtiges Thema, was ihr jetzt euch anschauen müsst. Also erst einmal hier gleiches Thema. Rote Balken oben drauf und dann soll es nach oben laufen. Wird nicht funktionieren. Und das ist das Bild, was ich die letzten Wochen wirklich ständig nur gesehen habe. Ganz wichtig, das hat man so im Chart eigentlich nicht. Das kriegt man auch so ganz schlecht rein. Und was man hier eben jetzt sehr stark darauf achten muss, ist dieses Thema Verschuldungsgrad. Gerade bei steigenden Zinsen ist es wirklich extrem kritisch, das Thema mit auf den Schirm zu haben. Aber ihr habt die Information sofort da. Hier sehe ich, ah ja, okay, schon deutlich besser, aber Margenwachstum Katastrophe bei der Firma. Einfach nur mal so als Tipp. Ihr seht das immer wieder rot, rot, rot. Und das will man eben genau andersrum sehen, dass es hier schön aufwärts nach oben läuft. Und da geht auch ein Wheel bei solchen Werten. Entschuldigung. Genau. Und Gut. halt. Danke. Genau, was ich ja hier immer noch ganz gerne zeige, und das ist ja auch im Marktmodell oft auch drin, das habt ihr bestimmt schon gesehen, hier ist die Signal Lamp. Und mit der arbeite ich halt gerne, weil sie uns auch das zeigt, wo Umkehrsituationen auftreten. Das heißt, wir haben jetzt hier XLB zum Beispiel, der ganz weit unten ist auf so ein minus 10. Schauen wir uns das mal einfach an, wie es im Agena Trader ist. XLB gebe ich mal ein. Da werdet ihr sehen, ui, der ist auch ganz, ganz weit unten. Und da ist eben jetzt auch wieder so eine Reversal to the Mean Strategie möglich. Das heißt, hier sehen wir, okay, hier dieses grüne Bollinger Band, die Mitte, das könnte angepasst werden. Da könnte er wieder hinlaufen. Also da ist irgendwie sowas hier wahrscheinlich. Und da müsst ihr eben schauen, dass er dann rausgeht, sobald das touchiert wird. Kann man durchaus machen. Und da gibt es ja hier auch dann bei mir so die Optionen. Was kann man da handeln? XLB. Und dann so ein klassischer Bull-Put-Spread, dass ich auch nach unten sauber abgesichert bin. Oder was du ja auch gerne handelst, sind so diese Vertical Calls. Gell? Ja. Dass man dann eben sagt, okay, gibt es hier jetzt irgendwelche Signale? Und wahrscheinlich wieder mal nichts wegen den Earnings. Das macht dann immer das Leben etwas schwerer. Ja, ich habe jetzt nicht kontrolliert gehabt. Ansonsten nimmt man sich einfach den XLB. Kann man ja genauso machen. Dass man sagt, okay, XLB ist jetzt auch nicht so ein wahnsinnig hoher Wert. Ui, jetzt kam es dann doch. Aha. Entschuldigt. Und den können wir auch handeln, dass wir dann sagen, okay, wir gehen hier knapp drunter. Und nee, Call, Entschuldigung. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen gekauften Call direkt hier in dem Bereich und dann oben drüber ungefähr hier in diesem Bereich kann ich ja dann auch verkaufen. Und dann dieses Stück kann ich dann mitnehmen und dann Gewinne machen. Genau, Und und dann der Vorteil, vielleicht nochmal ganz kurz der Vorteil, weil wir wollen uns ja auch mit unseren Optionen hier ein bisschen positionieren, warum Optionen eine gute Alternative oder die Alternative sind. Das ist natürlich auch jetzt, klar, man kann jetzt die amerikanischen ETFs so nicht kaufen, man kann sie natürlich andienen lassen, dann hat man auch 100 Stück drin, das ist ja nicht das Problem. Aber was jetzt hier wichtig ist, dass wir im Schnitt ein Drittel, ein Viertel bis ein Drittel nur an Investment machen müssen, wenn wir das mit Optionen anstatt mit Aktien machen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir haben einen viel größeren Hebel, können aber sozusagen ähnlich stark gleich wie von den Aktien an der Bewegung sozusagen profitieren. Und das hat natürlich schon einen Schaden. Das darf man nicht vergessen. War in der Phase, wo es mit Corona Ende war, April 2020, da gab es auch diverse, die halt nur dieses Poor Man's Covered Call getradet haben. Ja, und das ist etwas, was man natürlich auch immer und immer wieder machen kann. Jetzt mal ein Beispiel, was mir jetzt hier rausgeschmissen hat.
war Huntsman. Das ist genau das, fast deckungsgleich. Das heißt, ich kann hier kurzfristig einen Call kaufen. Hier wird eben der gesagt, 23er Call, darüber 25 kostet 40 Cent und da muss er einfach hier nur hochlaufen. Das ist ziemlich genau der Zielbereich, wo er hinlaufen muss. Also Ja, super einfach. das ist jetzt hier übrigens ein Bull Call Spread, ne? Genau. Oder Vertical Call, also wird Ja, genauso. Vertical Call. Und wenn wir jetzt anstelle des der gleichen Laufzeit für die gekaufte eine längere machen, dann haben wir diesen sogenannten Poor Man's Covered Call. Ja, genau. Genau, aber so kann man das hier sich eigentlich relativ leicht herleiten, was möglich ist. Und Das kann hier. das ist übrigens etwas, weil vielleicht auch noch mal kurz am Rande erwähnt, da in der Thematik bist du jetzt nicht so tief drin. Das sind Futures-Optionen und Rohstofftrading. Das kann man natürlich dann auch ganz schön mit Optionen machen, besonders diese Bull-Call-Spread-Geschichte. Jetzt, wo in Anführungszeichen ja auch Gold ganz attraktiv wurde, ja, da konnte man auch mit wenig Einsatz und wenn es auch nur $75 sind, schon an der Bewegung, die wir jetzt in den letzten Tagen hatten, ordentlich partizipieren. Ja? Und das ist halt das Schöne, dass das dann halt mit kleinen Schritten geht. Und wenn wir uns jetzt nochmal Debit Spreads nehmen, Bull Call Spreads, das, was der Markus da gerade aufgezeigt hat, ist ein Debit Spread. Das heißt, die gekaufte Option, die kostet mehr als die verkaufte Option uns bringt, hat natürlich den Charme, dass wir auch von vornherein wissen, was wir maximal verlieren können, nämlich das, was wir bezahlt haben. Richtig. Genau. Aber meistens hat man hier relativ schnell 20, 30% Gewinn dann nochmal drauf. Gell? Also auf den Preis innerhalb weniger Tage. Und das lohnt sich auf jeden Fall, sowas mal zu machen. Klar, Verlustbeschränkung Ja, muss da muss man, da muss man natürlich jetzt zu sagen, es ist praktisch so, wenn der Bull Call Spread jetzt ein Gewinner wird, hat man von der 20K nichts zu verlieren. Ja, das wird nur der Fall, wenn man jetzt beispielsweise die Option verfallen lässt, beziehungsweise wenn sie halt dann verlustig ist. Ne? Und da muss man aufpassen, das geht doch schneller als man denkt. Ja, also da immer Vorsicht, Obacht, dass man das auch auf dem Schirm hat. Ja, man kann zwar nachher irgendwie Einspruch etc. beim Finanzamt machen, aber ob es funktioniert, weiß man nicht. Gesetze sind so, wie sie sind und damit muss man halt auch leben. Ja, genau. Ja, was ich die letzte Zeit auch sehr stark angeschaut hatte, war dann natürlich hier immer noch der Nasdaq. Hier auch von der ganzen, denn klar, wir haben ein ähnliches Bild, könnte man sagen. Das ist auch hier diese Korrektur und die schaut erstmal, wenn man solche langen Kerzen hat, Katastrophe aus. Aber wenn ich hier diesen Move nach oben habe, ist es eigentlich nur eine recht wenig Korrektur. Und das, was total auffällig ist, ist, dass so diese Big Seven, wie eine Meta, eine Apple, eine Microsoft, eine Google, eine Netflix, Nvidia, die so besonders stark eigentlich damit reinlaufen, dass die auch zurzeit relativ gut bullisch noch tradebar sind. Ja, das war so mein Thema. Natürlich sind das dann größere Summen, die man auf den Tisch legen muss, aber es läuft halt relativ gut und relativ entspannt. Dann von den Indizes, was ich mir so angeschaut hatte oder welche Sektoren besonders spaßig sind, da sieht man, der wichtigste zurzeit ist hier der XLE. Aber wo kommt der her? Der kommt ja von noch ein ganzes Stück weit da oben. Der war auch hier ganz weit oben. Das heißt, er ist gerade so ein bisschen im Korrekturmodus und der ist so der einzige, der noch sauber im Aufwärtstrend drin ist. Das schauen wir uns jetzt nochmal im Chart an, dass man das auch nochmal hier so im Vergleich hat. Und da ist eben genau das Bild, dass der jetzt hier so hochgelaufen ist, erstmal hier hoch und jetzt eben Korrektur. Aber was wir auch sehen, er schafft es gar nicht mehr hier so drüber. Das heißt, ob das jetzt langfristig dann da oben bleibt, ist nochmal die Frage. Aber wir sehen hier ganz klar, er hat hier im Juli dann die Outperformance-Kurve voll hingelegt gegenüber dem S&P. Aber hier Ja, zeigt er auch genau. sofort,
Hier, da ist der Ausstieg und Ja. fast, ja. Und wenn man sich einfach mal auch nochmal überlegt, ne, XLE ist jetzt ein ETF auf Energy und wir wissen ja, der ETF, der besteht ja sozusagen aus unterschiedlichen Unternehmen mit einer unterschiedlichen Gewichtung. Und logischerweise, und das ist natürlich auch mit ein Grund, sind da ExxonMobil drin, da ist Chevron drin, da ist Philips drin, da ist Valero drin, da sind natürlich schon einige große Companies drin, ja, die natürlich dann auch in Anführungszeichen sehr, sehr öllastig sind. Ja, und das war ja genau in der Zeit ideal. Ja. Und jetzt scheint es doch ein bisschen zu kippen und deshalb muss man da ein bisschen aufpassen, dass nicht da auch jetzt ein Shift sein kann zwischen den Sektoren, also eine Sektorenrotation. Ein kleiner Tipp am Rande. Für uns wissen wir ja auch, ist die Prämie der Option natürlich wichtig, weil das ist ja das Geld, was wir sozusagen verdienen, besonders dann, wenn wir als Stillhalter, also als Verkäufer von Optionen auftreten. Ja? Und da kann man sich ja mal überlegen, wenn man jetzt diesen ETF sieht, wie haben sich denn die einzelnen Unternehmen, die da drin sind, auch entwickelt? Punkt 1. Und Punkt 2, wenn man eine sehr, sehr gleiche Entwicklung zwischen diesem ETF und einer der Aktien des ETFs sieht und die Aktie beispielsweise eine vielleicht doch höhere Vola hat, was sehr häufig der Fall ist, könnte man natürlich sagen, anstelle des XLEs nehme ich dann vielleicht Chevron oder ExxonMobil. Können wir uns ja mal anschauen, wenn wir jetzt hier Ja. eine Ecke nehmen. Die nicht mehr ganz so stark ist. Also die ist ja ein bisschen eher abgerutscht Ja. jetzt in dem Bereich. Chevron, CH, was war's? Ach. CVX. CVX. Manchmal. In dem Fall gerade mal nicht, aber das war jetzt auch Zufall. Andere werden jetzt hier auch in der Outperformance sein. Aber das macht ja nichts, weil wir haben ja diese Outperformance-Filter Richtig. hier auch gleich mit drin. Das heißt, wenn wir jetzt hier was suchen nach Outperformance, ich kann hier auch mal hinten Turning Point oder ne, ich kann es auch hier machen, dass wir hier ja auch dann sehen, wie ist der Rank, dass das wahrscheinlich hier ein paar Tage zurückgehen. Earnings Report ist zurzeit natürlich absolute Katastrophe. Genau. Und da habe ich ja den Rank. Und je höher der Rank ist, desto stärker laufen diese Werte. Das heißt, hier so eine Zeigs sieht man, ah ja, den hat es überhaupt nicht verdroschen oder fast gar nicht. Also so einfach kann man sich das eigentlich auch machen, um dann aus dem Energiesektor tolle Werte zu finden. Also wenn jetzt nicht gerade Earnings sind, gell? Das ist manchmal so ein kleines Thema. Wie hier, das sind jetzt in ein paar Tagen Earnings, sieht man hier angezeigt an der orangenen Linie. Jo. Genau. Aber Ja, das. also ich sage ganz ehrlich, Markus, wenn ich mit dir rede, mir kommen immer so viele Ideen. Ne? Ich habe jetzt gerade wieder gedacht, wie klassisch schön jetzt ein sogenanntes Pairs Trading wäre, ja, wo man jetzt beispielsweise auch Paare traden kann, ja, also die ja gegeneinander wirken. Ne? Das ist natürlich dann auch nicht verkehrt. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man hat und der Optionshandel bietet wirklich für alles, für jeden eine Möglichkeit. Man muss nur auf der einen Seite wissen, was man will, ja, was will man machen? Und dann die nächste Frage, wie kann man das machen, was man machen will? Ja, und dann hat man natürlich hier beispielsweise deine Software, deinen Trade Scanner als, ja, ich sag's mal so, als gute Unterstützung. Richtig, genau. Wir brauchen halt beides. Gell? Du musst einmal wissen, was du machst und dann eben diesen klaren Trading-Plan, das umzusetzen. Gell? Ja. Das ist eben das, so das, aber das sind wir beide die vollen Systemlinge, dass wir sagen, okay, du brauchst ein klares Handelssystem und dann auch nicht hier nach 3, 4 Mal schon einschüchtern lassen, sondern das stur machen. Und hier, das sind halt alle Systeme, die wirklich kampferprobt sind, die hier drin sind. Auch was Thorsten sagt, ist ja auch nicht jetzt hier gerade mal so vor 5 Minuten in der Badewanne entstanden. Das ist ja alles schon sehr lange kampferprobt. Und das macht ja auch Sinn, solche Sachen auch zu nehmen und nicht sich selber dann Gedanken zu machen, ja, wie kann ich jetzt noch einen Einstieg machen? Ich habe jetzt schon so viele Trading-Systeme gebaut, also an Einstiegen arbeite ich jetzt eigentlich nicht mehr so gern rum, weil ich da eigentlich schon fast alles gesehen
gesehen habe, was funktioniert oder eben nicht. Ja. Und das ist ja auch schön, wenn es langweilig ist, dann ist es eigentlich, dann kann man eigentlich schon sagen, dann funktioniert es ja. Ja? Also wenn man sowas macht und merkt, über Monate, über Jahre, es funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass es in der Zukunft auch weiter funktionieren wird. Ja, es ist zwar nicht immer alles, aber es ist trotzdem ein großer Schritt. Und da bin ich ja auch immer wieder der Meinung, nicht alles auf ein Pferd, sondern auf verschiedene zu setzen, das schon. Und ganz, ganz wichtig, immer überlegen, wie hoch ist das Risiko, wie hoch kann der Verlust sein und komme ich damit zurecht? Passt das zu mir? Ist das okay? Wobei man das natürlich auch mal erspüren muss selber. Ja, das sagt man am Anfang immer ganz schnell. Ja, okay, 10% Risiko kann ich schon irgendwie mal aushalten, also dass ich einen Drawdown. Und dann, Ja, wenn sie aber oh. das ist wirklich eine Sache, das habe ich ja eben auch schon gesagt, ne, das Wasser wird nicht wärmer, wenn man wartet. Ne, man muss manchmal ins kalte Wasser springen, um zu Ja. gucken. Und wichtig auch noch zu erwähnen, man verändert sich ja auch. Ja? Also man kommt manchmal auch in Bereiche, wo man vielleicht vorher gedacht hat, das würde niemals zu einem passen. Ja, ich bin auch ein klassischer Deutscher mit einem großen Sicherheitsbewusstsein, definitiv. Aber in manchen Bereichen, sage ich ganz ehrlich, um ans andere Ufer zu kommen, ja, muss ich jetzt auch schwimmen lernen und muss ins kalte Wasser und muss mich auch bewegen. Und das fehlt halt bei vielen. Ja, das ist immer so die anfängliche Euphorie. Aber dann, wenn es wirklich spannend wird, dass dann viele schon wieder aufhören. Das ist halt das, was ich halt auch bemerkt habe. Das ist auch der Grund übrigens, warum mein Club 12 Monate Mitgliedschaft hat. Ja, man muss sich auch einfach mal die Zeit geben, um es zu probieren, um es zu machen und nicht direkt sagen, 14 Tage Rücktrittsrecht, ich bin nach 14 Tagen schon wieder draußen. Alles Kokolores. Ja, und dann auch dieses viele Strategiehopping. Das sehe ich auch immer als ganz kritisches Thema an. Man muss ein paar wenige Strategien haben, die man erst einmal schafft, konstant und erfolgreich umzusetzen, bevor man da irgendwas anderes macht. Und Ja, manche machen. oder den Gedanken zu haben. Ich meine, jetzt, sorry, falls der Kollege zuhört, ein super netter Kerl, Tobi, Grüße raus. Da war die anfangende Frage von wegen, welche Strategie würdest du traden, um ein kleines Konto groß zu traden? Ja, immer wieder diese schöne Frage. Und da war halt nur meine Antwort, das erste Ziel sollte sein, dass das kleine Konto nicht noch kleiner wird. Ja, das ist der erste Schritt. Und dann Das kann man ist alles weiter überlegen. erstmal in die Gewinne reinkommen, ja, das ist ja Richtig. der größte, und danach ist es leicht. Aber Ja. du musst erstmal das schaffen, da konstant dein Mindset so umzusetzen, damit du Gewinner wirst. Und das ist die größte Schwierigkeit. Dann von kleineren Gewinnen auf große umzuschalten, ist gar nicht so schwierig, sondern erstmal diese ganzen Fehler und Gedanken wegzukriegen, die dich hindern daran, Geld zu verdienen. Das Nee, klingt immer und so. da, da bin ich, da bin ich auch voll bei dir. Und ich sehe es so häufig auch an den Kommentaren. Jetzt auch bei einem Mitstreiter bei YouTube, da hat jemand geschrieben, 0 DTE, also dieses Daytrading mit den Optionen, wäre jetzt tot. Das macht doch keiner mehr. Dann habe ich mich echt gefragt, in welchem Dorf, mit welchen hohen Mauern, wo lebt er? Und da habe ich mir gedacht, das kriegt ja wahrscheinlich, das kriegst du wohl schon auf dem höchsten der Berg der Welt noch mit, dass da noch sehr viele Aktionen sind. Und da muss man halt auch mal überlegen, dass man vielleicht auch manches auf der einen Seite in Frage stellt und wie gesagt, outside the box, ja, auch manchmal, dass man über seinen eigenen Schatten springt und auch mal zuhört zu was man vielleicht vorher komplett abgelehnt hat. Ja, nur ein kleines Beispiel. Am Samstag war ich mit einem Kollegen unterwegs und da war noch ein anderer Kollege dabei. Und dann sagte er, ich bin ja mit einer Chinesin verheiratet, sagte er, er würde nicht Chinesisch essen, weil Chinesisch essen ist immer mit Glutamat. Also, wenn man nur von dem einen chinesischen Essen redet, guckt euch mal an, wie groß China ist und legt das mal über Europa. Ja? Also, das würde ich mal kurz als kleines Beispiel geben, weil das hat wieder gezeigt, dieses Pauschalieren, dieses direkt eingrenzen.
Lasst es doch einfach mal zu, dass es auch Möglichkeiten gibt, die einfach funktionieren. Genau, und dass du das eben auch konsequent dann umsetzen und mal machen. Gell? Das ist so das. Aber jetzt Markus, jetzt mal Butter bei den Fische. Ja? Was kannst du denn heute uns anbieten an Trade? Heute? Ja, was können wir denn jetzt mal machen? Okay. Das war super. Warte mal. Aber wir wollen ja hier nach System. Und das Problem, was ich jetzt gerade tatsächlich habe, wenn es nach System geht, ich will ja am liebsten hier meinen Turning Point oder sowas handeln. Okay. Und der heißt aber, ich habe eine Korrektur und danach hat der auch gedreht. Das habe ich ja jetzt nirgends. Okay. Das ist wirklich blöd. Wahrscheinlich habe ich die morgen, aber ich kann dir das jetzt hier nicht traumhaft machen. Also muss ich dann doch auf dich verweisen. Also ich kann es hier aus dem Bauch raus, aber das ist nicht System. Also nur. Nee, und dann ist ja auch gut. Aber ich meine, da sieht man ja, dass dein System funktioniert. Also, weißt du, von wegen, wenn du jetzt wieder abweichen würdest, wäre es kein System. Ne? Ja, genau, nur weil du sagst, gell, das ist einfach blöd dann. Ich brauche halt diese Kerze, dass ich dann die Bestätigung habe. Ich kann es natürlich hier sehen, klar. Ich nehme auch was nicht mit, aber ist mir egal, weil ich handle so nach System. Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann musst du jetzt einen Vorschlag machen. Ja, ein Trade können wir natürlich sozusagen immer machen. Immer machen, aber auch situativ. Das ist halt ganz, ganz wichtig, ja, dass man sich halt mit der Systematik auch mal ein bisschen beschäftigt. Was ja momentan ist, und das ist vielleicht ganz interessant, aber ich würde auch sagen, das sprengt jetzt den Rahmen. Ja, da müssen wir leider auch vielleicht den einen oder anderen Zuseher und Zuhörer jetzt enttäuschen. Wir haben natürlich jetzt auch die Earnings. Ja, das heißt, wir haben es gesehen an Tesla. Tesla hat ja ordentlich, ich glaube, Tesla hat heute sogar schon ordentlich einen auf die Mütze bekommen und ist wieder nach oben gegangen. Das heißt, hier können wir natürlich Earnings-Trades machen. Ne? Tesla ist jetzt beispielsweise nach den Earnings. Tesla könnte man jetzt auch traden. Ja, wenn ich mir das angucke, ist Tesla aber auf jeden Fall eher bärisch als bullisch. Ist ja auch klar nach den Earnings. Wir sind jetzt bei, lass mich nicht lügen, bei 215 wieder. Wir hatten heute, glaube ich, 203, 204 war heute der Tiefpunkt. Ja. Schauen wir uns das mal an. Ja, die hatten ja jetzt erst Earnings gehabt, genau. Ja. Guck dir das mal an, wie weit die aus den Bollinger-Bändern da draußen sind. Ja, genau. Jetzt richtig verdroschen hier, ja. Richtig. Du machst aber auch nicht, dass du als Chef sagst, ja, hier der Cybertruck wird mein Untergang sein. Es ist ja, nicht aber, ich meine, man darf trotzdem nicht vergessen, Tesla ist immer noch sehr erfolgreich und wird es immer noch bleiben. Guck dir mal unsere deutschen Kollegen an, ne? Und da weißt du, wo es hingeht. Und wenn man jetzt mal guckt, übrigens wusstest du, das BYD, Build Your Dreams, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, der achtgrößte Arbeitgeber weltweit, BYD. Ja, und das finde ich sehr, sehr interessant. Aber noch interessanter ist, wenn man sich mal überlegt, wer sind denn die größten Arbeitgeber, da hörst du aber nichts von Apple, Google etc. Amazon, klar, ist auf Platz A2, Platz 1 ist Walmart als größter Arbeitgeber und Volkswagen beispielsweise ist ja auf Platz 5. Ja, und da muss man schon sagen, das ist schon gewaltig. Ne? Die haben ja über 670.000 Mitarbeiter und die haben ordentlich, wirklich, wirklich ordentlich einen auf die Mütze bekommen, aber aus meiner Perspektive teilweise auch zu Recht. Ja, wenn ich mir das angucke, wie BYD da vorangeht. Ja, man sieht es hier brutal, ja, wie schlimm der Abwärtstrend ist. Was willst du machen? Du greifst ja dann irgendwie ins fallende Messer. Ja? Das ja, ist genau. Halt die Frage. Also, ne? Wie unter Trends handeln, aber ich mache es halt nicht. Oder du machst eben, dass du sagst, okay, ich gehe dann hier Turning Point, Buff runter. Das ja. Kann man schon auch machen, ja, aber dann eben klare Short-Strategien. Das geht schon auch. Ja. Aber man sieht es halt hier, ist nur noch im Abwärtsbereich. Seit hier
ist dann nur Short. Wahnsinn. Ja. Ja, dann, aber viele wollen halt immer da, oh, der kann ja nicht weiter fallen, ja, und dann fällt es noch Guck und, dir oh, er kann ja nicht weiter fallen. Alibaba an. Wenn Alibaba einen auf die Fresse gekriegt hat in den letzten Monaten. Ja, Jetzt und haben wo sie sie sich da schon herkommen. wieder geht, aber guck dir mal an. Hat auch wieder nachgekauft. Ne? Beste KI-Unternehmen der Welt. Ja. 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 Ne? Oder Was? die Solarindustrie. Ne? Wenn du JinkoSolar Solar anguckst und sowas, da gibt es so viele, aber das nützt nichts. Das nützt nichts von wegen, wenn du JKS, wenn du da reingehst und die Charttechnik ist ja auch, ne? Guck dir das mal an. Ne? Also ich meine, klar, hin und her, aber trotzdem. Ich habe gesagt, bei 30 ne, kann sich jeder JinkoSolar Solar kaufen. Das ist super günstig. Guck jetzt, wo sie wieder sind. Ne? 28, naja, immer noch nicht. Gell? Oder hast du bei 20 gesagt? Ja, Nee. ne, 30. Ich habe Okay. gesagt, ab 30, alles, was günstiger ist als 30, da hole ich mir JinkoSolar Solar. Also ich habe welche gekauft, ja, aber trotzdem, ich bin schon von viel, viel früher davon ausgegangen, dass die nach oben gehen. Also ich Ja, glaube, die die haben ein das. KGV von, ein KGV von 4 oder sowas. Ja, hier die Outperformance ist halt noch nicht durchgekommen. Ja? Also das ist hier immer so unser Thema. Er muss Outperformer werden. Vorher kaufen wir den nicht, ja? Oder gehen wir nicht long. Das ist so ein Thema, was bei mir im Handelssystem eben drin ist. Da kannst du auch dann relativ schön einen Einstieg kriegen, aber klar. Aber man sieht es halt auf einen Blick. Ja. Ja. Genau, gut. Jetzt haben wir immer noch keinen Trade, aber ja. Fragen haben wir auch noch keine gekriegt hier. Gell? Wir reden hier immer schön, aber noch keine Fragen gekriegt. Dann, ja, ganz, ganz wichtig vielleicht noch dann hier zum Schluss hin oder so. Gell? Müssen wir ja auch noch, da waren wir ja, gell? Einzelwertsektoren haben wir gesagt, okay, da. Jetzt viele oder da ist, bin ich mir jetzt gerade noch nicht schlüssig, wo die Reise hingeht. Da kann sich noch deutlich was drehen. Deshalb auch nicht hier so stark in den Einzelwert rein. Open Interest, was ich erwarte, habe ich glaube ich auch schon mehrfach gezeigt. Genau, und dann ganz wichtig hier die Top-Aktion. Ja? Wir haben auf der einen Seite gibt es für Option for Winners was, das ist 2 Monate für den Club kostenlos. Auf der anderen Seite gibt es aber auch hier, wenn ihr die Kollegen anfragt, auch bei uns was über den Trade Scanner. Und es gibt auch nochmal einen Gutscheincode für FX Flat Kunden direkt, dass du da auch nochmal 10% Rabatt kriegst. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Das heißt, hier im Shop dann beim Trade Scanner einfach reingehen und da kann man das machen. Und ansonsten bei dir eben auch hier über diesen Klick und dann kann man da Kontoeröffnung und kriegt dann auch hier seinen Kontozugang. Magst du noch was zu deinem Club kurz erzählen? Ja, also wie gesagt, der Club, der ist für all jene, die sich ein bisschen näher mit dem Optionshandel beschäftigen wollen, möchten. Und wir haben unterschiedlichste Möglichkeiten. Das heißt, wir haben jetzt auch einen Mitarbeiter, das ist der René, der kümmert sich jeden Dienstag live um die Anfänger. Da gibt es also dienstags die Live-Webinare. Dann ist der Martin Luschek jetzt für uns auch aktiv. Der macht mittwochs alles für Trading GmbH, für fortgeschrittene Optionsstrategien. Da gehen wir wirklich tief in die Materie. Donnerstags haben wir das Clubtreffen. Da besprechen wir Clubs und im Clubdepot. Wir haben ein Clubdepot, das heißt, wir traden gemeinsam. Wir haben aber auch nachher noch im Anschluss an das offizielle Donnerstags-Club-Treffen Trade-Ideen, die wir halt besprechen. Und da gucken wir uns an, ob die Trades bzw. die Trade-Ideen von den Clubmitgliedern jetzt okay sind oder nicht. Da gehen wir halt auch durch, bieten verschiedene Indikatoren an. Aber da gibt es halt wirklich einiges. Wenn da Interesse ist, am besten vorher mit mir ein Gespräch vereinbaren. Genau. Und bei mir eben das Thema, wenn man weiß, ja, Option ist auch so ein Thema und ich habe aber keine Lust, da ewig lang rumzusuchen,
gibt es natürlich hier die Möglichkeit, alles Mögliche zu finden und dann im Shop das auch zu machen. Oh, hier Earnings-Saison, ja, das Mist, habe ich gerade vergessen noch zu sagen. Hier, es gibt hier auch unglaublich viele Trade-Vorschläge zum Thema Earnings-Trades, das heißt, dass es Werte kriegt, wo dann Put und Call zum Beispiel ein Strangle empfohlen wird, wo das einfach über die Earnings handeln könnt. Genau. Im Trade Scanner noch mal ganz kurz, ja, dass wir hier noch mal in den Shop gehen. Genau, da haben wir ja so ein paar Dinge. Einmal von mir. Ja, ich glaube hier, wenn du keine Trading GmbH hast, ist es super hier mit dem Basic einfach mal anzufangen. Und ansonsten gibt es dann eben noch Advanced und dann eben auch noch kombiniert, zum Beispiel, dass man sagt hier mit Aktienstrategien und Perlentaucher, was auch Aktienstrategien sind, da mit ranzugehen. Das ist, glaube ich, ganz vernünftig und auch vom Preis her, weil ich ja auch nicht viel brauche. Und dann hier mit dem FX Flat Code ist es natürlich auch nochmal 10% reduziert. Glaube ich, ist ein Traum, weil du brauchst das ja fast nur in der TWS dann eingeben und dann ist gut. Ich habe auch hier ganz, ganz viele Videos auch drin, wie man diese Trades, vielleicht war das für den einen und den anderen dann schwierig zu verfolgen, wie kann man das machen in der TWS. Da gibt es Unmengen an Videos dann hier in diesem Blog. Und das gibt es auch im YouTube-Kanal, kann man sich auch frei verfügbar anschauen unter meinem FSEC-Kanal. Ganz, ganz klar. Runner Mark Gedanken heißt der. Und da kann man sich diese Videos anschauen, Trainingsvideos. Genau. Gut. Dann sind Ja, wir eigentlich Fragen durch, gibt es oder? ja keine. Ich glaube, alle haben sehr gespannt zugehört. Aber wenn Fragen im Nachgang natürlich an Auftreten, wie immer, kann auch an uns gesendet werden und wir leiten das selbstverständlich weiter. Genau. Super. Perfekt. Perfekt. Ja, da haben wir die Zeit gut genutzt oder ihr beide. Vielen Dank für die Information. War wieder sehr interessant, euch beiden zuzuhören und wünsche natürlich euch beiden einen schönen Abend und also selbstverständlich auch eine erfolgreiche Woche, aber das wünsche ich den Teilnehmern auch. Vielen Dank für die Teilnahme. Wünsche ja auch erfolgreiche Trades und würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Und wie immer habt ihr das Schlusswort. Danke euch. Vielen lieben Dank, lieber Nelson. Ich denke auch von wegen, wir haben heute doch einiges gezeigt, besonders der Markus da an dem Agena Trader. Also von daher vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Ja, vielen Dank.